Dieses sonnige Frühjahrswetter leitet ja quasi dazu ein, im Garten aktiv zu sein. Und es gibt auch genug Arbeit im Garten zu tun. Zum Beispiel die letzten Ernten im Winter einfahren, Hochbeete befüllen und auch dann gleich die ersten Aussaaten dort tätigen, sich um die Jungpflanzen kümmern und so weiter und so fort. Von daher würde ich da nicht lange fackeln, sondern zeige euch einfach, was ich genau alles in den letzten Tagen gemacht habe. Ich habe jetzt nicht alle Hochbeete für die neuen Kulturen aufbereitet. Jetzt habe ich hier immer noch Sachen, die überwintert haben, wie zum Beispiel hier Feldsalat und andere kleine Salate. Die werde ich jetzt auch die nächsten Wochen dann mal ernten. Und ich habe jetzt auch hier zwischendrin auch ein bisschen Radieschen mit ausgeworfen, da an den kahlen Stellen zum Beispiel, dass da vielleicht noch der ein oder andere Radieschen damit rauskommt. Momentan habe ich jetzt nur bei den beiden Hochbeeten die aufbereitet, da ist sowieso nicht so viel gewachsen und da habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht, dass ich halt auf der einen Seite zuerst eine Plane ausgelegt habe und dort dann die Erde von dem einen Hochbeet rübergeworfen habe, beziehungsweise mit einer Schaufel einfach die oberste Schicht abgetragen habe, damit ich dann in etwas weiteren, tieferen Schichten Bokashi und Pferdemist mit einarbeiten kann, damit es dann später umgesetzt werden kann. Und dann habe ich die Erde wieder zurück ins Hochbeet geschaufelt und dann mit meiner Komposterde habe ich dann nochmal die auf der obersten Schicht mit aufgetragen und habe das dann hier nochmal ein bisschen gemulcht. Das habe ich auf beiden Seiten halt sozusagen gemacht und das mit der Plane, das war jetzt ziemlich arbeitssparend gewesen, weil man dann muss einfach nur noch die Plane rüberwerfen und dann einfach die Erde dann einfach ganz einfach ausschütten. Ist sehr zeitsparend, muss ich sagen. Und hier habe ich dann Radieschen ausgesät, einfach auch ein bisschen zu viel, als man das eigentlich macht. Ich habe jetzt nicht ein reines gemacht, sondern ein bisschen dichter ausgeworfen, die werde ich dann auch später vereinzeln, dann wenn die zu dicht rauskommen. Ist halt eine ganz dünne Mulchschicht, habe ich aber auch deshalb gemacht, weil wir noch ziemlich starke Frostnächte haben, damit halt die Keimsaaten erstens nicht durch die Sonne über den Tag hinaus trocknen, beziehungsweise die Erde und auch das Saatgut halt einfach auch geschützt ist, feucht gehalten wird. Und dann schaue ich mal, wie es dann aufkommt. Der Plan ist halt, dass ich das als Vorkultur mache, so April, bis zum April, Mai. Ich werde vielleicht auch noch mal ein paar Salate mit reinsetzen, da ist jetzt auch schon langsam die Zeit. Also wenn ihr Salate habt, die überstehen auch ziemlich guten Frost jetzt, so diese milden Fröste, sage ich mal, könnt ihr dann auch schon bald ins Hochbeet mit reinsetzen. Und dann also Vorkultur, Radieschen, Salat und dann sollen dann hier später dann Zucchini, Melonen, Gurken und Sellerie dann zum Beispiel mit reinkommen. Und das ist dann meine Hauptkultur, sage ich mal, wofür ich die Hochbeete dann mit hauptsächlich nutzen möchte. An einigen Stellen im Garten habe ich noch gewisse Kohlpflanzen, wie zum Beispiel den Rosenkohl und den Grünkohl. Die kann ich jetzt noch ziemlich gut beernten, bevor sie in Blüte gehen. Der Chinakohl, der geht jetzt da allmählich schon in die Blüte, beziehungsweise schon vor einem Monat in die Blüte gegangen. Werde ich auch einfach so lassen, einerseits damit ich halt Saatgut von den Chinakohl bekomme, damit die Bienen auch jetzt schon mal was haben und auch eine gewisse Ablenkung vom Kohlweißling, damit die halt dann eher den Chinakohl präferieren. Also das heißt so eine Art Ablenkungspflanze. Alle schwarzen Johannisbeerpflanzen treiben bei mir auch jetzt langsam aus, werden dann die ersten Beerenfrüchte sein, die ich dann im Mai bzw. im Juni ernten darf. Hier hinten fängt auch an der Blaukissen an zu blühen an einigen Stellen. Ist dann auch schon mal ein gutes Zeichen, dass dann die Bienen schon mal ein bisschen Futter haben. Anfang März ist ja auch die Zeit, wo viele Menschen in Form bzw. einen Rückschnitt von ihren Gehölzen machen. Und ich habe es halt so gemacht, dass mir Nachbarn und auch andere Menschen, die zum Beispiel bei mir über Kleinanzeigen aufmerksam geworden sind, die dürfen mir dann hier bei meiner Streuobstwiese einfach das ganze Gehölz abwerfen. Das häckle ich dann einfach durch und das habe ich jetzt auch als Mulchmaterial genommen. Einerseits jetzt hier für die Liguster,
von meinem Vater, damit sich da jetzt erstmal auch einige Pilze ansiedeln können und hier, ja, sagen wir mal, lange Nährstoffversorgung vorhanden ist. Und dann habe ich auch hier nochmal ein bisschen, sagen wir mal, ja, sehr viel Mulchmaterial bei den Trauben hingeworfen, damit die jetzt auch nochmal richtig viel Power bekommen. Also es ist, an manchen Stellen sind es, glaube ich, schon 20 bis 30 Zentimeter. So viel Mulchmaterial ist da einfach drauf. Also ich denke mal, dass dann nächstes Jahr ein richtig starkes Wachstum, beziehungsweise dieses Jahr ein starkes Wachstum von den Trauben dann da ist. Und ich denke mal auch eine ziemlich gute Ernte, so viel Power, wie die jetzt hier bekommen werden. Also da werde ich mich schon mal auf etwas freuen. Und jetzt hier vorne auch schon die ersten Krokusse, die in die Blüte gehen. Ist auch richtig schön. Was ihr jetzt auch machen könnt, sind eure Kartoffeln vorkeimen zu lassen, damit ihr eine frühere Ernte habt. Und ich werde sie bei mir ungefähr Mitte April dann raussetzen. Ich habe sie jetzt bei ungefähr 20 bis 25 Grad bei mir im Wohnzimmer stehen gelassen. Und da auch bei einem recht hellen Standort, Triebe sind ziemlich kompakt geworden. So viel zu den Gartenarbeiten Anfang März. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerade bei euch im Garten macht, was ihr gerade aussieht, welche Projekte ihr habt. Gerne unten in die Kommentare schreiben, interessiert mich sehr. Sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie dieses Video teilt, es gerne erwünscht oder allgemein auch den Kanal weiterempfiehlt. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Beispiel biete ich ja auch Kurse für die Permakultur an, beziehungsweise auch das Coaching, wer von euch Interesse hat. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.